Wie funktioniert die Arbeit in der Wikipedia? Das ist Vera. Wie Millionen von Menschen liest auch sie täglich in der Wikipedia. Doch Vera will mehr. Sie möchte Teil der riesigen Community werden, die sich hinter den Artikeln verbirgt. Denn diese Menschen sorgen dafür, dass alles aktuell und neutral bleibt. Aber wie? Neben den Artikeln existieren auch zahlreiche Seiten, die von Nutzenden angelegt wurden. Hier gibt es Hilfeseiten, Tutorials und Vera kann sich sogar einen Mentor oder eine Mentorin suchen. Denn die Wikipedia-Community hilft sich gegenseitig. Vera legt sich nun eine eigene Benutzerseite an. Hier informiert sie die Community über ihre Arbeit in der Wikipedia und ihr Lieblingsthema Eisenbahnen. In der Wikipedia trifft sie mehrere tausend wissbegierige Menschen, die ihr Wissen nicht nur teilen, sondern sich auch darüber austauschen möchten. Es gibt neue, spannende Infos zu einem Bahnthema? Kein Problem! Vera setzt den Link einfach auf der Diskussionsseite des entsprechenden Wikipedia-Artikels. Hier diskutiert sie nun mit anderen Benutzenden, wie man mit Hilfe dieser neuen Informationen den Artikel noch besser macht. Und dabei bringen alle ihre eigene Perspektive ein und ein schlüssiges Gesamtbild entsteht. Außerdem schaut Vera bei den Fachredaktionen und Themenportalen vorbei, die sie besonders interessieren. Hier findet sie eine Liste von Themen, die in der Wikipedia behandelt werden oder noch nicht genügend behandelt worden sind. Aber das reicht Vera noch nicht. Sie möchte sich auch außerhalb der digitalen Welt austauschen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz kann sie regelmäßig an Wikipedia-Stammtischen und Editiertreffen teilnehmen. Einige Städte haben sogar ein eigenes Wikipedia-Büro, in dem sich Freiwillige zum gemeinsamen Bearbeiten oder für Events treffen. Natürlich kann Vera auch allein arbeiten. Aber als Teil der Wikipedia teilt sie nicht nur ihr Wissen mit anderen, sondern lernt selbst auch viele spannende Dinge.